Yo, Leute, wieder zurück. Sorry für den kleinen Cut, aber es musste sein. Wusste ich denke, ja, wegen diesen kleinen Truppenpunkte und so. Ja, einfach nur geil gemacht. Okay, ich benutze das Wort geil echt die ganze Zeit, aber das Spiel ist echt genial gemacht. Also, am Anfang gab es echt. Also, ich habe auch am Anfang gesagt, das Spiel wird scheiße sein. Aber ich habe es nur so gesagt. Also, ich habe es auch nicht ernst gemeint und so. Weil alle Call of Duty-Teile haben mir eigentlich nicht gefallen. Black Ops 1, Black Ops 2, MW3. Ja, das hat mir alles nicht gefallen. Dachte so. Ghost, naja, wird genauso sein wie Black Ops 2 und MW3 und so. Naja, wird eh keinen Spaß machen, aber ja, ich habe mich geirrt. Das Spiel ist echt geil gemacht. ja, also ich habe mir gestern von, ach, keine Ahnung, wie der YouTuber hat mit diesem Danny Burnage oder wie der heißt, geredet, über dass Leute irgendwie das Spiel gehatet haben, weil das Spiel ist überhaupt nicht draußen und sagen schon, das ist scheiße. Und es gibt echt YouTuber mit einer halben Million YouTuber mit einer halben Million Abonnenten und sagen, das Spiel ist scheiße und die Abonnenten glauben das halt auch noch. Und das ist halt nur scheiße, sowas zu machen, finde ich halt. Erstmal das Spiel kaufen oder ein paar Let's Plays angucken oder irgendwie sowas. Und dann kann man erst über das Spiel urteilen, wie das Spiel überhaupt ist. So wie MW3 fand ich auch am Anfang richtig geil. Also ich dachte, ich dachte, ja, wird richtig geil. Aber später fand ich es einfach nur scheiße. Und Ghost, ja, ist halt, ja, geil. So, machen wir mal noch einen Kampf. Und ich benutze meistens halt, nicht meistens, ich benutze 99,9% Sniper. Ja. Ich habe halt eine Xbox, das wissen einige, glaube ich. Coole Gruppe. Ich will aber nicht in die Mitte. Hihihihi. Wer ist denn das? Ah, Spini. Hi. Story, also bei Ghost habe ich Story nicht gezockt, weil ich mag Stories in Call of Duty nicht, weil das ist mir ein bisschen zu langweilig. Weil wenn mein Bruder Story zockt, bin ich eh nebenbei, dann neben ihn und guck immer bei ihnen zu, wie der die Story zockt und deshalb keine Lust, das zweimal anzugucken, das ist zu langweilig. Deshalb, wenn ich jetzt die Story zocke und mein Bruder noch, dann ist es scheiße. Also, er zockt einmal die Story, guck einmal zu und fertig. Einige werden sagen, ja, zocken Story ist ja besser und so, als wie nur zu gucken, aber ich bin halt anders. Ich mag eher zugucken. Haha, so. Oh, das geht eigentlich noch. Wir haben gespielt gegen Schurken. Wieso? Oh. Das war aber viel Damage. Ja. Komm, wir gewinnen. Also mein Feedback, also was ich an dem Spiel scheiße finde, ist halt, überleg gerade. Ich finde eigentlich nichts scheiße. Also mir ist jetzt gerade nichts aufgefallen, was ich scheiße finde. Ich habe irgendwie, ja, nee, eigentlich, nee, ich, also, nee, also, ich finde eigentlich nichts scheiße. Also ich finde eigentlich alles ist richtig gut und so. Ja, vielleicht beim nächsten Video kann ich vielleicht sagen, was ich scheiße finde. Aber jetzt eigentlich so kann ich jetzt nicht sagen, was ich kacke an dem Spiel finde. Also, ja. Komm, er macht jetzt eh hüpfen. Schaut's. Jetzt gebe ich ihm 20er. Batschmann. Also Hurensohn, Mann. Ja, wieso hüpft er rum, Mann? Komm. Ach komm, du Lappenschurke, Mann. Du Hurensohn. Ach, das nervt. Ja komm, hüpf doch weiter rum. Ich hasse Schurken, Mann. Ihr scheiß Lappen, Mann. Ihr könnt nur hier rumhüpfen und scheiß Potter, Mann. Hier, Mann. Stirb doch endlich. Ja komm, hüpf doch noch weiter rum. Ach, Tisch ab.
Ihr scheiß Lappen, Mann. Ich schwöre ganz ehrlich, Mann. Ihr scheiß verdammten Lappen. Ihr habt sowas von nix drauf. Pottet ihr die ganze Zeit. Alter, Mann. Du scheiß Lappen. Schau. Was bringt denn jetzt dieses... Unsichtbar, Mann. Er ruft doch eh niemanden, Mann. Dumme Leute, mal ganz ehrlich. Okay, wir haben auch kaum gerufen. Wir haben nur einmal gerufen. Was bringt jetzt jemand? Ich schau ganz ehrlich, Mann. Ich schau mir gleich eine Notiz, Mann. Übelst schlecht ist. Ah, hier sind die Statuen. Habe ich erst jetzt gemerkt. Feuerkanonier. Zeitenbändiger. Jetzt, glaube ich, Kampfmönch. Speer. Alter Mann, ja, stirb du scheiß Steffe 55 oder wie du heißt, Steffen, du. Ach so, wir können ja noch. Alter Mann. Einmal so 20 reinhauen, dann sind alle tot. Also ich möchte nur sagen, der Call of Duty Ghost ist einfach nur krass gemacht, einfach nur gut. Es gibt neue krasse Modis. Hey, wenn wir jetzt verlieren, dann lache ich. Nee, ich glaube nicht, dass wir verlieren. Flammenwurf. Ja, Mann, gewonnen. Geht doch. 70k habe ich bekommen. Ja, also das Spiel ist einfach nur krass. Wäre ich euch, also würde ich mir das Spiel auch holen, wenn ihr 18 seid oder mit euren Eltern, was weiß ich. Und ja, das war's auch mit dem Video und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.